Ja, hier geht es natürlich direkt sportlich weiter in Sachen Auszeichnung. Wir kommen jetzt zum Fanprojekt Kick Racism Out von Alemannia Aachen. Ja, und dazu bitte ich Christina Walter vom Fanprojekt sowie Reinhard Lafennisch von Alemannia Aachen, der glaube ich auch zwei Spieler ins Letzter hat, auf die Bühne. Bitte kommen Sie hoch. Ja, Frau Walter, vielleicht kurz erstmal erklären, worum geht es überhaupt bei diesem Projekt Kick Racism Out? Wir versuchen über dieses Motto Kick Racism Out Kindern und Jugendlichen dieses Thema näher zu bringen, bieten da verschiedene Aktionen an, unter anderem Gedenkstättenfahrten oder Kickerturniere oder wie in diesem Fall jetzt auch ein Malprojekt, um sich mit diesem Thema einfach auseinanderzusetzen, dass Gewalt und Rassismus zum Beispiel nicht ins Stadion gehören, dass wir eine gemeinsame, schöne Gesellschaft haben wollen, wo wir uns alle wohlfühlen, und da versuchen wir, wie gesagt, mit verschiedenen Mitteln das näher zu bringen. Ja, Sie hatten den Malwettbewerb, um den es hier heute geht, wo wir heute die Gewinner auszeichnen wollen, gerade schon angesprochen. Der war zum Thema Gewalt und Rassismus, nein, danke. Vielleicht nochmal, was genau die Idee hinter diesem Malwettbewerb war. Wir nehmen Fußball als Vehikel und haben eine Vorlage erstellt. Da sieht man einen Fan, einen Fußballfan mit einem Doppelhalter. Für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, ein Doppelhalter, das sind zwei Stangen, dazwischen ist ein Spruchband, den man so hochhält im Stadion. Und mit dieser Vorlage sind wir in Schulen, in Jugendzentren gegangen und die konnten dann kreativ gestaltet werden mit Sprüchen, mit farblichen Akzenten etc. etc. Also alles Mögliche konnte man da umsetzen. Ja, vielleicht auch mal kurz eine Frage an Reinhard Lafennisch. Einfach mal das Mikrofon kurz weitergeben. Ist in Ihren Augen Rassismus generell im Sport, gerade auch im Fußball, Sie kommen ja aus dem Fußball, immer noch ein Problem? Ja, ich würde sagen schon. Wir haben ja damals, selbst am alten Tivoli, die Problematik schon mal gehabt mit den Gladbach-Fans beim Erstligaspiel. Und da haben wir ja auch schon mal eine Kampagne gestartet. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber man sieht es halt immer wieder in den Stadien, auch in den Bundesliga-Stadien, wo gepfiffen wird, wo obszöne Äußerungen gegeben werden. Und das gehört natürlich nicht mehr hin. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Auszeichnungen. Insgesamt wurden bei dem Malwettbewerb aus allen Einsendungen 13 Bilder ausgesucht, die dann jetzt auch zum Kalender zusammengestellt werden. Ja, und wir wollen heute die Gewinner dieses Malwettbewerbs auszeichnen. Ja, und dazu bitte ich nochmal Frau Anne-Kathrin Rehling, das zu tun. Also die beiden, die hier stehen, die sind stellvertretend für die ganzen Kinder und Jugendlichen, und das Projekt selber geht noch bis zum 29. Oktober, weil dann sind auch die Fair Action Week zu Ende. Fair Action Week sind die Football Against Racism in Europe, und dann ist auch dieses Projekt für dieses Jahr zu Ende. Das heißt, wir sind hier in der Zwischenstation sozusagen. Ja. Ich finde, wir sollten die Namen dann schon aber trotzdem noch mal nennen und insoweit die Urkunde übergeben, dass also den Malwettbewerb zum Thema Gewalt und Rassismus, nein, danke, Hanna Schröder gewonnen hat. Dafür möchten wir herzlich danken. Dasselbe gilt mit genauso herzlichen Dank und einer genauso herzlichen Gratulation verbunden an Elton. Ja, Kick Racism Out, ein wirklich tolles Projekt. Vielen Dank dafür. Und zur Info, ich glaube, Reinhard Lafennisch und die Alemannia-Spieler stehen nachher noch für eine kurze Autogrammstunde. Nein, doch nicht. Klappt doch nicht. Okay, leider noch nicht. Gut, dann dürfen Sie alle wieder Platz nehmen. Nochmal einen riesen Applaus für alle, bitte. Einfach kurz rumschauen.
Ja, danke schön.